halt, wir haben ja das große Problem mit dem riesigen Müllberg, der auf dem Meer schwimmt und dem vor allem riesigen Müllberg, vor allem dadurch, dass der Großteil des Mülls aus Plastik besteht, Plastik landet im Meer, wird dort langsam zerrieben zu kleinen Plastikpartikeln. Die sind meistens nur ein Molekül groß, also winzig klein, nur unter dem Mikroskop sichtbar und auch nur dort sehr, sehr, sehr schwer. So, hallo Freunde, willkommen zu bei Let's Talk Minecraft. Let's Talk Minecraft. Nein, wie gewohnt beim LPT, diesmal also, mit ne, Begrüßung. Ihr habt vermutlich in der letzten Stunde schon gemerkt, dass wir gerade hier sehr viel am Rumquatschen sind und ja, ich wiederum gar nicht in Minecraft online bin. Das Witzige ist, wir sprechen überhaupt keine Themen an, die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, sondern Qualungs springt so von einem Thema zum anderen. Ach, übrigens, hast du schon gehört von bla, irgendwas, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ich finde es einfach wunderbar, wie er mich mit Themen versorgt, ohne dass ich ihn darum gebeten habe. Ja gut, also... Bitte, leg los! Okay, also wir haben jetzt... Letztes Mal haben wir sehr viel Prozessorkunde zusammen betrieben, ne, meine Lieben? Und haben, haben über den Titan geredet. Und dieses Mal, direkt danach, haben wir zwar ein bisschen weiter getalkt und sind dabei auf ein Thema gestoßen, was ich auf einem Kanal namens Turn On mitgekriegt habe. Ich werde, wenn ich dran denke, werde ich das Video, was der Quanox meint, in der Beschreibung verlinken. Ja, also auf jeden Fall... wahrscheinlich wieder Englisch, oder? Nein, Turn On ist von Saturn. Ah, okay. Und ist mit Alexi Bexi. Ah. Also auf jeden Fall, das... und an der Stanford University haben sie es geschafft, einen Mehlwurm, ich weiß nicht, ob sie ihn gezüchtet haben oder durch Zufall gefunden haben, der Polystyrol, also hauptsächlich vorhanden in Styropor, essen und verdauen kann. Das ist jetzt erstmal, klingt jetzt nach einem schönen Schwachsinn, ne? Aber... Das ist sehr relevant, weil dieser Stuhl ist im Gegensatz zu Polystyrol selbst biologisch abbaubar, was dazu führt, dass also ne, Polystyrol in so gut wie jeder Styroporverpackung und jetzt mal ganz ehrlich, was vor allem auf der Hardware-Seite wird heutzutage nicht mit Styropor verpackt. Und also vor allem, wenn man hat sich Hardware bestellt, also Monitore und sowas, ist immer jede Menge Styropor dabei. Und das führt natürlich, und das Zeug ist natürlich nicht abbaubar und führt dazu, dass der Müllberg immer weiter steigt. Und natürlich ist das schon ziemlich geil, wenn jetzt, wenn es in Zukunft möglich sein wird, einfach nur das Zeug von Würmern fressen zu lassen und dann Problem gelöst. Das Zeug ist weg. Das Zeug lässt, kann man dann kompostieren. Damit könnte man wieder Bio-Gasanlagen betreiben, ne? Ja, da, ich weiß nicht, ob da das ist ja eigentlich nährstofflos. Biogasanlagen lohnt sich im Grunde genommen nur, wenn noch Nährstoffe drin sind, weil damit es gärt. Mhm. Und das wird vermutlich nicht viel gären, weil es vermutlich sehr nährstoffarm sein wird, weil es, ich meine, es sind die Ausscheidungen eines Wurms, der davor etwas gegessen hat, was auch nicht wirklich jetzt direkt nährstoffreich ist. Ja, ich weiß nicht, ich meine, letztendlich haben wir sowas, ja gut, ja, ich weiß nicht, vollkommen Neues. Ich weiß nicht, ob es Polystyrol nährstoffreich ist, aber irgendwie scheint er ja das ja essen zu können, ja, also dementsprechend das ist und tatsächlich auch weiterzuleben. Sowas haben wir noch nie gesehen in der Forschung, dass so etwas, dass ein Kunststoff, also na gut, es gibt essbare Kunststoffe, es gibt sogar für Menschen essbare Kunststoffe, aber dass eine Verbindung, die bisher, die eben halt nicht durch Witterung oder sonst etwas zerstört werden kann, jetzt verdaubar ist und tatsächlich der Wurm davon leben kann, dieses Zeug zu essen. Und das ist was vollkommen Neues und was sehr Interessantes. Finde ich auch vor allem interessant. Und weil eben halt, wir haben ja das große Problem mit dem riesigen Müllberg, der auf dem Meer schwimmt und dem vor allem
riesigen Müllberg. Vor allem, dass dadurch, dass der Großteil des Mülls aus Plastik besteht, Plastik landet im Meer, wird dort langsam zerrieben zu kleinen Plastikpartikeln. Die sind meistens nur ein Molekül groß, also winzig klein, nur unter dem Mikroskop sichtbar und auch nur dort sehr, sehr, sehr schwer. Also nicht, also unter Elektronenrastermikroskop meine ich damit. Das ist mehr als ihr in eurem normalen Mikroskop seht. Und auf jeden Fall, das Zeug legt sich über das gesamte Meer. Wir haben eine moleküldünne Schicht Plastik auf dem Meer. Überall und auf jedem See. Das merken wir Menschen nicht. Aber das klar, uns schadet es ja nicht. Ja, weil es oder ist meistens so klein. Nicht. Aber es, das Zeug landet in den Fischen, weil einfach nur die kommen an die Oberfläche und sowas. Dadurch nehmen sie es auf. Es ist so klein, sie verschlucken es einfach. Dadurch landet es dann auch beim Menschen auf dem Tisch. Weil wir den Fisch dann essen. Was auch ein anderes Scheißthema ist, Überfischung. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Und ich weiß tatsächlich nicht, inwiefern Polystyrol zu so kleinen Partikeln verrieben wird, aber vermutlich auch. Mhm. Und das ist natürlich dann ein sehr prekäres Thema, weil das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wenn wir das beheben können, also das wäre schon ziemlich geil, auch wenn Polystyrol vermutlich nicht der größte Teil des Plastikmülls ist. Ich glaube, der größte Teil des Plastikmülls wird, wie hieß das Ding? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja. PET. Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, ich meine, also ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich denke, dieser Mehlwurm wird sicher keinerlei Feinde haben und dann, wenn da zu viel Polystyrol zur Verfügung steht, dann wird er sich sicher ungehemmt vermehren und irgendwann haben wir das gleiche Problem wie in Australien zum Beispiel mit, na, wie heißen die Dinger? Nee, Kängurus gibt's da genug. Ja, Kaninchen zum Beispiel ist da ein großes Problem oder was heißt, Dingos, genau diese Dingos, diese Hunde da. Und dann haben wir halt irgendwann eine Überpopulation an so Würmern und ich find's halt nicht so geil, wenn so Würmer dann zum Beispiel meine Dämmung zum Beispiel zersetzen. Ja, das fände ich jetzt nicht so geil. Häusern besteht meistens aus entweder Steinwolle oder Polystyrol. Seht ihr, ein Wurm kann mal schnell unter eure Fassade kommen. Und ihr wollt nicht, dass später eure gesamte Fassade aus Wurmstuhl besteht, anstatt Isolierung. Gut, es isoliert sich ja auch ein bisschen, aber es stinkt sich ja auch ein bisschen. Nee, vermutlich nicht. Das Zeug wird vermutlich überhaupt nicht stinken. So? Das Zeug ist ein nährstoffarmes Sekret, ziemlich sicher. Also ich weiß es nicht, ich habe mich nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt, aber ich schätze einfach, das Zeug ist ein nährstoffarmes Sekret, somit wird es kaum verfaulen oder so etwas. Und das sind nur Theorien, ne? Berichtet mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir Experten unter den Kommentaren. Glaube ich auch nicht, haben. Aber falls doch, dann. Ja, falls ihr an der Stanford University studiert, fragt doch mal eure Dozenten. Also auf jeden Fall eben halt das Zeug wird vermutlich, weil vor allem es besteht ja auch aus einem eigentlich unverdaulichen, also bis jetzt, wie wir dachten, unverdaulichen Stoff, also es wird vermutlich eher wenig Nährstoffe enthalten und dadurch schätze ich mal, das Zeug wird auch nicht stinken. Aber es ist biologisch abbaubar, insofern wird es vermutlich schon ein bisschen stinken. Und zusätzlich, es hat vermutlich keine gute Dämmwirkung. Gut, wissen wir auch nicht. Das kann natürlich auch sein. Also wir nutzen jetzt mittlerweile ziemlich viel von Tieren, beziehungsweise haben wir uns auch einiges von den Tieren abgeschaut. Du meinst Bionik? Zum Beispiel, ja, nicht nur Bionik. Wir lassen uns auch einiges von den Tieren herstellen. Also zum Beispiel, was auch so ein Punkt ist, unsere Seide. Ja, zum Beispiel, was war es noch?
na so, Enzyme. Enzyme werden ja auch mittlerweile gentechnisch hergestellt. Ja. Das ist zum Beispiel die zweite Alternative zu diese Würmer tatsächlich freilassen, sozusagen auf einer Mülldeponie. Das ist das Enzym herstellen lassen von diesen Würmern und es ihnen dann irgendwie rausholen. Ich weiß nicht, das ist bis jetzt noch nicht möglich. Aber das wäre natürlich die zweite Lösung. Einfach nur das Enzym und das Enzym dann verwenden, um einfach nur eben halt dann auf Müll halten, das Enzym einzusetzen, sodass sich das Zeug auch in eine verdauliche Pampe verwandelt, das Polystyrol. Mhm. Coole ja, Geschichte, coole Geschichte. Mhm. Und vielleicht auch die letzte Möglichkeit, naja, dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist tatsächlich Forschung, die irgendwann die Welt retten kann. Könnte. Ich weiß ja nicht, ob es uns vielleicht auch in eine Sackgasse führt. Das kann natürlich auch sein. Aber erstmal, es ist toll, wenn solche Richtungen geforscht wird, weil das ist ein großes Umweltproblem. Hm, das stimmt. Und eben halt, ja, ich find's einfach nur geil. Und ich hoffe tatsächlich, dass das auch am Ende zu was führt. Natürlich, das hoffen wir alle. Weil einfach nur wie episch, ohne schlechtes Gewissen, euch Plastikverpackungen kaufen zu können. Einfach nur, allein schon das. Aber wo Plastikverpackung? Ich weiß es nicht, ist das Negativwerbung? Nee, im Grunde genommen sage ich ja nur, was dies tatsächlich ist. Extra professional, die Taschendinger. Ich werde jetzt hier nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Diese Taschen im Taschenformat, also nicht die ganz kleinen, sondern diese mittelkleinen. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Also mir geht vor allem die Werbung davon auf die Nerven. Die im Taschenformat, die du leckst gerade. Die, das ist ganz toll, wie die verpackt sind. Nämlich, die haben außenrum Stöde eine ich. Plastik, die werden so in Fünferpacks oder sowas verkauft. Also Fünferpacks, Fünferpacks sind dann jeweils Kaugummis in einer Plastikverpackung, in einer Verpackung drin sind. Bedeutet, ich schlafe jetzt irgendwie ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. Ja, also. So, ich habe den Faden verloren. Das Zeug ist eingepackt in eine Plastikfolie außenrum. Dann da drinnen sind ein paar Packungen eingepackt in eine Plastikverpackung. Also die sind jeweils, also immer diese eingeschweißte Plastikverpackung enthält eine eingeschweißte Plastikverpackung um eine Pappverpackung. Ich frage mich, welcher hirnrissige Idiot sich das ausgedacht hat. Also auf jeden Fall, ne? Weil einfach nur, man könnte es auch einfach nur so machen, dass man eine Plastikverpackung um die Pappverpackungen macht. Aber nein, man macht eine Plastikverpackung um die Pappverpackungen, die wiederum, also die Pappverpackung wiederum in einer Plastikverpackung. Bedeutet, man hat im Grunde genommen zwei Verpackungen. Und diese wirren, zusammenhangslosen Sätze schneide ich jetzt fürs Intro. Das mache ich jetzt einfach gnadenlos. Okay, ja gut, mach das, weil ich bin gerade sehr verwirrt irgendwie. Ich auch. Ich bin nicht an der Hälfte Plastikverpackung, Pappverpackung, habe ich ausgeschaltet. Also eben halt, okay, ich versuche es nochmal. Nein, du versuchst es jetzt nicht mehr, es geht mir auf die Nerven. Eine Pappverpackung in einer Plastikverpackung in einer Plastikverpackung. Kurzform. Nein, die Kurzform wäre, es ist einfach zu viel Verpackung. Einfach nur zu viel Verpackung, ja. Und so kann man etwas sehr kompliziert oder sehr einfach ausdrücken. Ja, also hast du eigentlich einen Timer zufällig? Das wäre nämlich jetzt einfach. Zufälligerweise habe ich meinen Handy-Dandy-Timer nicht dabei. Hm. Schade. Das wäre nämlich jetzt mal 100%. Das wäre jetzt mal wirklich sinnvoll gewesen. Ich glaube, es wäre echt noch lustig. Ich glaube, wir sollten mal Arena nicht anschreiben, ob wir uns Aufnahmeberechtigung geben. Ich habe eigentlich gar keine Zeit aktuell aufzunehmen. Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, es wäre lustig. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, die Folge war jetzt sehr verwirrend und wir haben sehr viel geredet. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich fliege jetzt mal empor und gucke mir das Ganze mal an, wo es denn tatsächlich asymmetrisch ist.
okay, es ist tatsächlich symmetrischer, als ich dachte. Alter, wie soll ich denn diesen Punkt machen? Boah, ey. Was denn? Ich habe hier einen Punkt, aber jedes Mal, wenn ich, also einen Aussichtspunkt, aber jedes Mal, wenn ich zu dem komme, den habe ich noch nicht gemacht, aber jedes Mal, wenn ich zu dem komme, habe ich 20 Gegner hinter mir und in einem Kampf kann man leider keinen Aussichtspunkt sich anschauen. Mhm. Und jetzt bin ich schon, das steige ich schon das dritte Mal hier. Vielleicht solltest du einfach warten, bis das Gebiet auf deiner Stufe ist. Kleiner Tipp. Wäre die Alternative, aber das hätte, da wäre der Spaß nicht mehr dabei. Ach so. Give me a challenge. Ich glaube, hier ist es asymmetrisch. So, bitte, 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 lass mich jetzt überleben, bitte. Bitte. Ich will doch nur diesen scheiß einen Punkt. Ja, weil sonst kann er endlich mal... kommt er nicht zum Punkt. Das komme ich eh heute nicht mehr. Mhm. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. So, jetzt setze ich alle Register. Und bin tot. Und wurde wiederbelebt. Geil. Und bin wieder tot. Warte. Ach Gott. Und bin ganz tot. Ich glaube, ich bräuchte hier mal Garihoische Unterstützung. In Form von... Heroische Unterstützung. Unterstützung in Form von einem Level 80er, der mich einfach nur hier mal durch das Ding zieht. Also Gary heroische Unterstützung. Genau, ungefähr so. Gott. Ich kann natürlich auch ein Hack runterladen. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt. Es gibt Hacks für Guild Wars 2. Sicher nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall allein schon das Spiel, der einzige Reiz an dem Spiel ist, rumzurennen, zu entdecken und zu leveln. Ach, verflucht. Also warum sollte man sich dann 100% Map Exploration und so weiter erhacken? Mhm. Das ist ziemlich das Einzige, was das Spiel ausmacht. Und das PvP. Weil es Leute sind, die hobbylos sind und sowas programmieren. Also eben halt, das ist einfach nur traurig für die Menschheit. Natürlich ist es traurig, aber manche können es halt ohne nicht. Oder manche haben auch gar nicht die Zeit, es fertig zu machen. Dann sollen sie es sich kaufen. Wenn du in einem RPG nicht leveln willst, dann solltest du keine RPGs spielen. Mhm. Das ist so, wie wenn du in Minecraft nicht farmen willst. Ja. Ich habe doch hier irgendwo einen Symmetriefehler begangen. Ich weiß es einfach. Ah, geil, jetzt ist hier gerade ein Event abgeschlossen worden. Jetzt sind hier 20 Millionen andere Menschen. Jetzt kämpfe ich mich davor. Erwarte nicht, dass die dich wiederbeleben. Ich sag's dir. Ich bin sehr oft wiederbelebt. Ja, es gibt manche Menschen, die sind nett und manche, die sind einfach nur Idioten. Ich bin nett. Ich habe schon sehr viele Menschen wiederbelebt. Ja, ich auch. Das bringt nämlich Erfahrung. Und zusätzlich einfach nur, es ist einfach nur sozial. Du willst ja auch, wenn du irgendwo rumliegst, wiederbelebt werden. Ja, wirklich. Alter, ich sehe irgendwo einen Rückzugspunkt, ein ganz kleiner, bitte. Hier sind wieder so viele Gegner auf 4 Leveln über mir oder so. Da! What am I doing here? Ist hier hinten ein Punkt, wo mich keiner sieht. Bitte. So. Nein! Aber irgendwie das Thema, das wir die Folge angesprochen haben, erinnert irgendwie total an die Windows 10 Werbung. Ja, tatsächlich, aber die Windows 10 Werbung ist scheiße. Ja, die ist absolut scheiße. Ich weiß nicht, wer in der Vermarktung von Windows 10 auf die Idee gekommen ist, so eine dumme Werbung zu drehen. Keine Ahnung. Das ist absolut peinlich. Ja, wirklich. Und vor allem jede Werbung ist so. Ich habe es vermutlich schon wieder, keine Ahnung, 10 Silber da reingesteckt, allein in Respawns. Aber diesmal schaffe ich's.
ist nicht mal authentisch. Es ist nicht mal ansatzweise authentisch. Ich meine, klar, es gibt solche Leute. Ich würde sagen, dass das kleine Kind in der Werbung nicht authentisch ist. Ich meine, es gibt solche Leute. Kein Herz. Aber, sorry, aber das ist dann so zu vermarkten, ja, jeder, der Windows 10 vielleicht wird so. Nein, sorry. Es wäre schön, wenn es so werden würde, aber nein. Ich zum Beispiel bin nicht so geworden. Und Quanox auch genau, nicht. Ich habe mir Windows 10 untergeladen, bin nicht so geworden. Ja, in Amerika könnte ich dich dafür verklagen. Vermutlich. Ja. Nee, aber eben halt die Werbung, sie ist irgendwie, sie repräsentiert kein Betriebssystem. Das könntest du für eine Suchmaschine machen, aber doch für ja, kein Betriebssystem. Ja, stimmt. So, jetzt langsam und stetig. Gegner für Gegner pullen und fertig machen und dann weiter. Und Cortana wird irgendwie als Babysitter dargestellt. Ja, irgendwie schon. Aber jetzt Cortana... Keine Ahnung, einfach nur Cortana, Scheiße. Cortana ist eine gute Idee, aber es sucht mit Bing. Und das macht es einfach nur so schwach. Das macht es einfach nur doof. Ja. Ne? Einfach nur... Warum? Warum, Microsoft, bitte? Wenn Cortana mit Google suchen würde, wäre es eine sinnvolle Assistentin. Ja, aber, gut, man muss aber auch sagen, das Problem ist, Microsoft fährt aktuell eine Linie gegen Google, was ich auch einerseits auch feiere, aufgrund dessen, dass Google wahnsinnig mächtig geworden ist. Aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes. Nicht unbedingt, aber generell, ich finde nichts sollte in dem Ausmaß, wie Google es aktuell ist, so, mächtig werden. Ja, natürlich. Das darf nicht sein. Allein schon, dass Google den ersten Quantencomputer hat, sagt im Grunde alles. Ja, oder zum Beispiel das selbstfahrende Auto, dass sie sich solche Spinnereien leisten können. Ja, das kann sie aber Apple zum Beispiel macht das auch. Ja, klar, die machen im Moment alles so nach dem Motto, hey, wir sind hier gerade die... Google macht's auch. Ja, wir sind hier gerade die Pioniere der... Keine Ahnung, was das was auch immer. Ich meine, zum Beispiel Apple ist zum Beispiel der Pionier, dass teure Produkte raushauen, die kein Mensch braucht. Und ja, Apple vor allem ist aktuell der Pionier, dass wir hauen unser neues Produkt, hauen einen richtig teuren Prozessor rein und machen dann so eine schlechte Kühlung dran, dass der im Grunde genommen die ganze Zeit nur am Thermal Throttlen ist und insofern man die maximale Leistung gar nicht erreicht. Und damit wären wir schon wieder beim Thema der letzten Folge. Ich glaube, es geht nämlich allen inklusive mir auf die Nerven, dass du andauernd über Prozessor, Grafikkarten, Arbeitsspeicher oder sonstige Computerbestandteile redest. Nee, nur, ich es ist nur ein ernsthaftes Problem mit Apple in letzter Zeit. Also mich hat es nicht gestört bis jetzt. Ja, weil du kein Apple-Produkt hast. Ja, warte, bis du den Mac kaufst. Und ja. Da musst du lange warten. Das wird aber nie passieren. Ich Apple scheiße finde. Naja, sie sind eben halt. Der Mac hat so ziemlich die Sexiness für einen Gamer wie, keine Ahnung. Eine schmierige Tastatur. Na gut, das ist meine mittlerweile schon, weil es mittlerweile so viel Fett und Staub drauf ist. Das ist wirklich schmierig. Aber ich finde es immer noch geil, die Tastatur. Würdest du sagen, dass das sexy ist? Nö. Ja, siehst du. Aber ich meine, eine sexy Tastatur kriege ich nie. Weil du wirst immer irgendeinen Grad der Benutzung wirst du ablesen können. Natürlich. Ist das immer, wenn man seine Tastatur verwendet? Das ist eben das Problem, dass man eben... Alter, da drüben, diesen Berg muss ich noch irgendwie nutzen. Ich glaube, das ist jetzt hier eine tolle Folge Let's Play Together Minecraft, weil irgendwie spiele ich kein Minecraft. Ja. Aber immerhin, du kommentierst mit, dann ist es halt ein Let's Talk. Und ich meine, es ist auf jeden Fall ein Let's Talk, weil im Grunde machen wir gar nichts, außer irgendwie Themen anreden. Was ja auch nichts Schlechtes ist, muss ich sagen. Mr. Thema. Ich rede ein Thema an. Was ja auch nichts Schlechtes ist, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn ich gerade so viele Themen hier habe, ne? Und es waren ja auch wirklich keine schlechten Themen. Also das zum Beispiel mit dem Wurm, der unser Plastik beseitigt, ist also, finde ich, durchaus gut. Ja, finde ich auch interessant. Weil einfach nur, da würde ich mir das mal vorstellen, das ist so wie wenn wir Holz essen würden oder sowas. Ich habe einen Trank der Feuerresistenz im Inventar. Das habe ich vorhin von der Hexe bekommen. Geil, sag doch mal Danke zur Hexe. Ah, die ist schon tot.
Du hast sie getötet? Ja. Als Dank. Als Dank. Du bist ein herzloser Mensch. Ich weiß. Regeneration. Nein. War so knapp. Quanox ist schon wieder am Sterben. Und damit beende ich die heutige Folge. Die müsste auch schon wieder lang genug sein. Ich war so nah dran. Und wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Talk. Let's Play. Ciao. Let's Together. Let's Talk Together. Let's Communicate Together. Was auch immer.